Ja, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Smaragd. Wir sind in Flossbrunn angekommen und müssen von hier aus zum Himmelsturm gelangen, damit die zwei Streithähne jetzt endlich mal hochgehen. Unser Team steht. Ja, gell, Team steht. Klasse, jetzt habe ich geguckt, aber doch nicht geguckt. Doch steht, gut, okay. Ja. Ich meine, zu Flossbrunn können wir ja später nochmal zurückkommen, so ist es nicht. Ich würde jetzt erstmal gerne gucken. Der Turm, wo der ist, der kann ja eigentlich nur hier in dem Bereich sein. Ah, diese Seestrecke tun wir auch noch machen, weil dort bestimmt auch noch mal ein paar Trainerkämpfe sind, wo man trainieren können. Aber jo. Gut, ne, dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, wo der Turm ist. Cool, gefunden, da sind wir. Himmelturm. Na, ah, da kommt auch schon unser Begrüßungskomitee. Vasili. Oh, das tut mir schrecklich leid. In meiner Hast habe ich gar nicht bemerkt, dass ich dich zurückgelassen habe. Ich habe die Türen des Himmelstors aufgeschlossen. Lass uns gehen, Slate. Das ist ein Erdbeben. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Wir müssen uns beeilen. Ja, dann rennen wir voran. Die Situation verschärft sich. Das ist schlecht. Das Wetter spielt selbst hier verrückt. Slate, Raikasa befindet sich sicher auf einer der oberen Ebenen. Ich mache mir Sorgen um Xenoville. Ich muss zurück. Nun liegt alles in deiner Hand. Enttäusche uns nicht. Mach ich nicht, Käse. Ein Zombieris. Na, mal gucken, wenn es der erste Angriff überlebt, ist alles gut. Ach, verdammt, ne, ist ja Geist-Pokémon Zombieris. Ich bin noch die alte Nebula Gapollo und so gewohnt. Das ist nicht sehr effektiv, ja, von mir aus. Zombieris entreißt. Ey, ey, ey! Holt der meine Holzkohle weg, ich glaub's hackt. Also jetzt wird's persönlich, ne, mein Freund. Jetzt wird's persönlich. Komm mal, Feuerfeger. Tja, Pech gehabt. Holt mein Holzkohle weg, ich glaub's bohnt. Ist die jetzt wirklich komplett weg? Naja, ist noch da. Oh, Holzkohle ist noch da. Na, was kommt jetzt?
Oh, wir haben nochmal die Chance auf Zombieres. Machen wir nochmal Feuerfeger. Ah, schützt sich selber, natürlich. Ja, komm. Mach nicht so, lass Feuerfeger durch. Oh, der geht mir auf die Keks mit dem Scanner. Scanner ist so eine nervische Attacke, ey. Wer die erfunden hat und ins Spiel reingebrungen hat, der gehört gesteinigt, ey, ohne Witz. Hat's nicht ausgehalten, okay. No, Pata entwickelt sich weiter. Glückwunsch, dein Pata wurde zu Kirilla. Ne, was? Kirillia. Okay. Ganz komplizierter Name. Aha. Raikaza ist erwacht und weggeflogen. Kyogre und Groudon sind, wer weiß wohin, geflohen. Das Klima an Höhen hat sich wieder normalisiert. Vielleicht war das, was wir vorhatten, bedeutungslos für die Pokémon. Es gab neben Groudon und Kyogre noch ein uraltes Pokémon und nachdem wir uns erfolglos angestrengt haben, schafft es dieses dritte Pokémon mit Leichtigkeit, die Sache wieder ins Lot zu bringen. Schwupps, sind sie weg. Slate, meine Augen haben mir also doch keinen Streich gespielt. Dank deiner Hilfe wurde ganz Höhen wurde gerettet. Im Namen aller Menschen danke ich dir. Dies ist ein Geschenk von mir, bitte nimm es an. VM7. Das ist... Die versteckte Maschine enthält Kaskade. Sobald du den Schauerorden besitzt, kannst du einem Pokémon diese VM beibringen. Es kann dann Wasserfälle bezwingen. Und wo bekommt man den Schauerorden? Das weißt du doch, oder? Etwa nicht. Richtig, du musst den Arenaleiter in Xenarowel besiegen. Wenn du bereit bist, tritt durch diese Tür. Okay, wir sind aber noch nicht bereit, weil ich würde gerne ins Pokécenter. Nur ich weiß nicht, haben die hier überhaupt ein Pokécenter? Ah ja, direkt da.
Jo, da wäre mal bei der Marina leider. Lass mich dich was fragen. Wusstest du das schon? Ach, ich sollte nicht so schüchtern sein. Ich habe Vasilia alles beigebracht, was man über Pokémon wissen muss. Und dann habe ich mein Amt als Arenaleiter aufgegeben. Ich habe die Arena an Vasili übergeben, doch es gab einen zwingenden Grund für mich zurückzukehren. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Du sollst Zeuge unserer Kunstfertigkeit werden. Eine Illusion aus Wasser geformt von meinen Pokémon und mir, okay. Ach du großer Gott, wie sieht denn der aus? Juan. Libiscus. Wasser gehe Feuer. Gut, aber der Levelunterschied sollte zu meinen Gunsten sein. Ich habe ja noch einen Top-Beleber dabei. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Sejong. Ich kenne nur Yugong. Ach du großer Gott, Yugong gefällt mir doch besser. Rebutak, okay, ist der nächste. So weit, so gut. Welser. Er setzt Welser hin. Verdammt. Welser hält ein bisschen was aus. Jupp, war mir klar. Die setzen ja alle gar Hypertrank in. Ja, ich zwinge dann dazu, sein ganze Hypertrank aufzubrauchen. Ist mir egal. Noch ein Doppelkick rennen, jawohl. Oh, die Dottur kommt keiner mehr, das ist schön. Das war Welser. Sidra King, das kenne man noch aus der Kristall-Edition, Sidra King. Ich hoffe, ich treffe es jetzt, weil das wäre jetzt ideal. So viel ich weiß, setzt er nämlich jetzt okay, jawohl. Schön. Nice.
Juan wurde besiegt. Ausgezeichnet, sehr schön, du hast gewonnen. Ich weiß, dein brillantes Talent wird jeden Gegner bezwingen, aber im Vergleich zu mir oder auch Vasili fehlt es dir an Eleganz. Vielleicht sollte ich dir ein paar meiner Kleidungsstücke leihen. Ich hab nur Spaß gemacht. Statt meiner Kleidung überreiche ich dir den Schauerorden. Slate erhält den Schauerorden, sehr schön. Damit haben wir alle 8 Orden. Und kenne eigentlich zu der Top 4. Dieser Orden sorgt dafür, dass dir alle Pokémon gehorchen. Der Orden befähigt dich außerdem dazu, Kaskade einzusetzen. Damit du unseren Kampf stets in Erinnerung behältst, gebe ich dir TM03. Dieses Thema enthält Aquawelle. Damit kann das gegnerische Pokémon mit Ultraschallwellen verwirrt werden. Okay. Na gut, damit hätte man die Arena abgeschlossen. Die 8. hätte der 8. Orden. Ja, dann bleiben ja eigentlich nur die Top 4. So, wo geht's als nächstes hin? Eigentlich wäre es ja dann... Ne, Moosbach waren wir ja schon. Bleibt hier nur noch Prachtpolis. So, da wäre mal ein Prachtpolis City. Von hier aus geht's auf direktem Weg zur Pokémon-Liga. Aber zuerst heile mal unsere Pokémon nochmal. Sind topfit, komm jederzeit vorbei. I'm sicher dat. Jo, und ich würde sagen, genau da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Nämlich auf dem Weg zur Siegesstraße und zu der Top 4. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich über jeden Kommentar freuen. Und wenn euch meine Videos generell gefallen, falls ihr was verpasst habt oder so, in der Infobox habe ich die letzte Folge verlinkt. Und nach dem Video im Abspann können noch weitere Videos von mir sehen. Von daher, jo. Genug Material ist da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Silencer Let's Player von nebenan. Tüdelü.